Weiter mit Resident Evil Revelations 2. Ich muss hier eben was an der Stoppuhr machen. So, ich habe mir die falsche Zeit eingetragen, damit ich weiß, wann ich schneiden muss. Es geht weiter mit Resident Evil Revelations 2. Ja. Irgendwas ist anscheinend noch im Wald. Wir sollen vorsichtig sein, nicht mit Fremden mitgehen und nicht auffälligen Lichtern im Wald trauen. Es könnten UFOs sein. Oh, ein UFO. Okay, nur ein Leuchter. Schade. Oh, Magnum-Munition. Strongware kann man mal nachladen. Magnum kann man nachladen. Die Pistole kann man nachladen. Ich habe keine Orientierung, falls es jemand interessiert. Hier ist noch irgendwas. Ich glaube, die Leuchter sollen mir so ein bisschen helfen. Entschuldigung, es ist sehr spät am Spät. Okay, dem kann ich anscheinend die Haut abschießen, um eine Schwachstelle zu finden, weil eben hatte der diesen ekelhaften Fuß, oder immer der Fuß. Also man kennt halt mit der Zeit, kennt man Resident Evil, dann kennt man halt auch die ganzen, was das Spiel von einem will. Ja. Wenn es jetzt immer der Fuß ist, ist es natürlich ein bisschen blöd dann. Weil so schwer sind die Gegner nicht. Man muss halt nur die Stelle eigentlich erwischen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man die somit nur platt bekommt. Die bekommt man bestimmt auch platt, wenn man ein Magazin. Ne, jetzt ist es am Kopf. Okay, das wäre ja blöd, wenn es immer der Fuß wäre. Die bekommt man bestimmt auch platt, wenn man ohne Ende auf die drauf ballert, aber warum Munition verschwenden, wenn es so auch geht? So, und die Leuchter leuchten mir wahrscheinlich den Weg. Aber wo sind sie hin? So, hier ist einer. Jetzt natürlich die Frage, ja, von da bin ich gekommen. Ich bin gerade von daher gekommen. Wir wollten gerade fragen, wo bin ich jetzt hergekommen? Es ist die Uhrzeit. Es ist so spät. Alles ist so spät. Und es ist Henna-Time. Oh, der war angetan von meinem Lied. Warum wir da eigentlich Klasse für? Wenn man den treffen würde, ich habe fast keine Munition mehr, dann wechseln wir mal eben zusammen. Age, weiß gar nicht. Nicht um diese Uhrzeit. Ich glaube aber Samurai Age heißt die. Warum geht die Scheiße nicht ab? Nee. Ach, die sieht sogar die Schwachstellen! Das ist ja geil! Oberschenkel links, rechts. Rechts, nehmen wir rechts. So. Also ich muss auf links schießen. Deswegen links. Ja. Endlich eine Lichtung. Ja, Alter. Das ist eine Lichtung, echt jetzt. Ich kann aber nicht die ganze Zeit mit einer Person rumlaufen, die nicht schießen kann. Das ist nicht meins. Gibt bestimmt Leute, die das unheimlich gerne machen, was ich auch verstehen kann. Das ist natürlich irgendwo spannender. Aber mich nervt schon dieses Dreieck gedrückt halten zum Tauschen. Ich laufe dann lieber mit einer Person rum, die wo ich auch direkt schießen kann. Ich hoffe, das kann man verstehen. Die Kreaturen hatten einige der gleichen Symptome wie Uroboros, genau. Uberobo. Das ist ein Virus, den böse Menschen vor einigen Jahren in Afrika eingesetzt haben. Die Frage ist, wie kam der hierher? Ich habe ja eben von dem Resident Evil 5 Virus geredet und das ist der. Also es ist halt derselbe Virus wie in Resident Evil 5. Wo es jetzt nämlich genau wieder heißt, ich habe das jetzt schon wieder vergessen. Uroboros oder Urusburos, irgendeine Techno-Musik. Das waren diese kleinen schwarzen Igel, die da überall rauskamen. Ich kann es gar nicht glauben, ich habe es lebend daraus geschafft. Zwar nicht unbedingt in einem Stück, aber lebend. Ich kann immer noch gar nicht begreifen, was da vor sich ging. All dieser Aufwand, nur um uns Angst zu machen und mit uns zu spielen. Es war Wahnsinn. Es war nee, er hat es nicht so ausgedrückt, natürlich. Aber mir ist gerade klar geworden, wahrscheinlich hier mit dem nur um uns Angst zu machen, wegen den Bändchen. Die hatten ja diese Bändchen, dass wenn die rot werden, dass die mutieren. Wahrscheinlich wollten die gucken. Oh, naja, was war's werden. Ich habe ein paar Menschen im Wald getroffen, aber sie haben mir nicht geglaubt. Ich muss sagen, dass ich ihnen nicht unbedingt Vorwürfe machen kann. Ich hätte mir auch nicht geglaubt. Wer würde sich schließlich gegen sie auflehnen? Sie, die uns alle gerettet hat. Sie?
Ich kann das nicht alleine tun. Ich bin zum Funkturm gegangen und habe versucht, nach Hilfe zu rufen, konnte aber kein Signal rausbekommen. Wir sind ganz allein hier draußen, aber wenn wir keine Nachrichten nach draußen schicken können, ist das unser Ende. Rettung? Dass ich nicht lache. Sie ist der Teufel persönlich. Ja. Ich hoffe, er meint nicht dich, junges Fräulein. Dann gibt's noch Ärger. Das sage ich dir gleich schon mal. Wenn du das am Ende bist, dann gibt's hier einen Haufen Ärger. Die Tür, oder? Ist da überhaupt eine Tür? Immer wieder eine Türe gesehen. Das war noch ein Regal. War ja nur der Brief. Ja. Anscheinend. Ich kann vielleicht das Schloss aufbrechen. Aber nicht mit einem Schlag. Hat die Kleine mehr Power als du, mein Freund. Also, ich glaube, ich gebe dir gleich echt die Gabe und du die Kleine kriegst dafür die Knarre. Ich muss ja schon am kleinen Mädchen festhalten, dass er nicht runterfällt. Also, wenn das kleine Mädchen kann auf 5 Meter runterspringen. Die Knöchel brechen. Oh, da ist was. Sie sind da, versteck dich. So, da wechsle ich jetzt aber. Ach stimmt, wenn ich mich hocke, ist das eine. Oh, eine Brandflasche. Kann Da die vorne ist etwas. werfen? Sei vorsichtig. Na? Gut, werfen kann sie anscheinend nicht. Nee, ausrüsten geht nicht. Aber Barry hat sie ausgerüstet. Feuer! Sehr locker geworfen. Das war jetzt ekelhaft. Das war jetzt Pfui Pfui. Das war Pfui Pfui. Wie liegt der da? Der Fuß. Dieser magische Fuß, was wollte er? Aber er ist leider, die Illusion ist mit dem Fuß gestorben. Er ist einfach, ist die Illusion verschwunden und gab uns ein leeres Nichts. Kleines Mädchen, hier ist Arbeit. Kinderarbeit Deluxe. An der anderen Seite verschlossen. So. Merkt, dass ich zu müde werde. Das fängt bei mir mal an, wenn ich 10 Mal anfange, meine Position vom Sitzen zu wechseln. Dann merke ich, dass ich zu müde bin. Wo setzen wir das Ding jetzt hin? Zu einfach, oder? Nö. Nö, 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 nö. Was langsam ist die auch noch? Oh, die Musik gefällt mir nicht. Nee, das ist zu hoch. Das ist viel zu hoch. Also wenn ich da jetzt hochkomme, dann hätte ich ganz am Anfang, weil höher war der Vorsprung auch nicht, auch so hochkommen können. Obwohl, er könnte es schaffen. Ich das nicht. Ah, die Kleine ist schon cool, muss ich sagen. Die ist auf jeden Fall cooler als Moira mit ihrer Kacktaschenlampe. So, Barry, tut mir leid. Da musst du jetzt leider das Kamel tragen. So, tap, 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 tap. Fein hier lang. Das ergibt keinen Sinn, das bringt mich ja wieder zurück. Hä? Das bringt mich doch komplett wieder zurück. Wo war ich hier überhaupt schon? Aha. War ich hier schon drin? Nee, war jetzt auch nichts so Wichtiges. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt nur dafür zurückgegangen bin. Was ist denn hier? Hier war ich schließlich noch gar nicht. Bevor ich mal anfange, die ganzen alten Wege zehnmal abzuklappern, guck ich mal lieber einmal um die Ecke und sehe was Neues. Würde ich jetzt hier auch die Fußspuren sehen, wo ich hin muss? Weil hier ist überall ein Berg, das ist ein bisschen kacke. Hier könnte ich rein theoretisch gesehen überall irgendwie hochkommen. Was ist denn hier Viereck? Okay, neuer Stein. Kannst du gleich deine Sammlung tun. Das finde ich komisch. Und das nicht. Und das. Aber manchmal bin ich echt ein Trottel. Manchmal bin ich echt ein Trottel.
Anstatt ich einfach versuche, die Tür zu öffnen, versuche ich drüber zu klettern. Aber gut. Jetzt keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat mit dem Käfig. Es ist sehr spät. Ich hoffe, da hat man aber ein bisschen Verständnis für. Boah, so eine Teilbox wäre jetzt mal. Ach, nicht eine Teilbox. Zweitwaffen erstellen. Stellen Sie Zweitwaffen her, indem Sie leere Flaschen mit verschiedenen Ressourcenobjekten kombinieren. Um Objekte zu nennen, wählen Sie kombinieren im Objektbildschirm oder kombinieren Sie mit Hilfe des kombinierenden Bildschirms. Machen wir mal die Flasche mit dem Tuch und dem Alkohol. Das müsste doch eigentlich klappen, oder? Okay, brauche ich jetzt ein Tuch für. Mann, na endlich. Gehen zum Funkturm. Gut, welche Part jetzt wahrscheinlich ein Minima. Hat die auch was? Ach, die hat ja auch ein Armband. Oder? Doch klar, was soll die ja sonst haben? Modeschmuck bestimmt nicht. Wäre wahrscheinlich ein bisschen überziehen, aber Der zum Funkturm Funkturm ist gleich da vorne. werde ich noch gehen, weil ich denke, danach ist der Part vorbei. Also die Episode. Wird jetzt natürlich noch ein Endgegnerkampf kommen oder sowas, werde ich natürlich nochmal einen Cut machen. Aber dann hätten wir. Ich weiß gar nicht, ob es Episode. Ich denke, es wird eine Episode 1 sein. Das gibt 4 Episoden. Es wäre ja ein bisschen traurig, wenn ich in Episode 2 die erste Episode zum Teil nochmal hinterherlaufen müsste. Und das würde ich jetzt auch von der Länge her sagen, dass das jetzt ein Viertel von dem Spiel war. Wäre zwar auch was wenig, aber das wäre noch akzeptabel. Akzeptable. Aber das werde ich ja hoffentlich am Ende herausfinden. Wenn ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, was ich machen muss. Topaz. Topaz-Ware. Das Ding ist ein bisschen komisch. Es ist aber ein Wunder. Also sehr fest zusammengedrückt, dass das hält so. Oh, hier will irgendjemand was raushalten oder einsperren. Ich hoffe mal einsperren. Toll. Ich wollte gerade sagen, da Wir hing müssen doch das was. Tor durchbrechen. Ich werde den Part hier an dieser Stelle noch einmal beenden. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder dabei seid. Tschüss, meine Mäuse.